Morning, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD Devisenradar am Donnerstag, dem 3. März. Es grüßt wieder Christian Kämmerer und wir wollen auf den FX-Markt schauen und hierbei heute speziell das Währungspaar Euro gegenüber dem japanischen Yen in den Fokus nehmen. Wir hatten das Währungspaar gestern beim Devisenradar schon mal im Fokus, beim Devisenradar-Webinar und ja, zugegebenermaßen musste man feststellen, dass der Chart wenig eindrucksvoll wirkt. Das sehen wir auch jetzt hier. Gehen wir doch dazu mal zu Beginn in den Wochenchart. Da wird deutlich, was hier eigentlich angesagt ist. Diese Abwärtstrendlinie, die ist schon sehr, sehr lange zu sehen und auch in den vergangenen Sendungen verwiesen wir immer wieder auf dieses Niveau. Hier auch zuletzt im Januar oder auch hier im Ende November, Anfang Dezember. Die Chancen, diese nach oben zu durchbrechen, hinter sich zu lassen. Es scheiterte kläglich und wir sehen hier wirklich die mehrfach bestätigte Abwärtstrendlinie. Und zuletzt gab es eben hier noch ein klares Verkaufssignal mit Unterschreitung des Levels von 126,90. Das hier im Wochenchart. Seither gab es weiter Druck von oben. Hier diese, ich sag mal, Zone um 124,75 war nicht so recht eigentlich als Stabilisierungschance anzusehen. Wir sehen, der Preis ist direkt weiter durchgerutscht und ein nächstes Level ist eigentlich technisch gesehen hier die Zone um 120 Yen. Das ist eigentlich das nächste Abwärtsziel, wenn da nicht die Saisonalität wäre. Ganz klar, das Momentum ist dermaßen negativ, dass man sagen muss, also hier auf ein saisonales Long-Setup zu spekulieren, wir sind jetzt im Tageschart, gleicht schon dem Griff ins fallende Messer, keine Frage, da gebe ich bedingt recht, aber man muss auch sehen, Wochentag mal kurz zur Seite, man muss auch sehen, dass wir natürlich definitiv einen sehr, sehr saisonalen Rückenwind haben, den wir, und das zeige ich Ihnen auch gleich, sogar statistisch auswerten können. Das heißt, während der vergangenen 10 Jahre, um genau zu sein, gab es hier eine Patternabfolge, die in 80% der Fälle zum Erfolg führte. Das heißt, der starke Ausverkauf, den wir bislang gesehen haben, könnte hier durchaus eine Pause erfahren. Ich spreche hier nicht von einer großen Umkehr, aber rein statistisch mit saisonalem Rückenwind besteht zumindest die Chance, dass wir hier dieses Tief vom 29.02., 1.03. hier diese kleine Reversal-Kerze vom 1.03. Schöner wäre es geworden, wenn es hier ein Bullish Engulfing wäre, sprich die blaue Kerze hätte die schwarze eingeschlossen. Dazu reicht es nicht, aber zumindest wurde der Abverkauf vom 29.02. hier am 1.03. direkt wieder aufgefangen und das sieht eigentlich mal so nicht schlecht aus. Wie gesagt, hier die Saisonalität rein in einem Saisonal-Chart sieht ja so schon mal ganz vielversprechend aus. Aber jetzt gehen wir mal hier in den Statistikbereich. Da sehen wir hier Euro-Yen mit dem heutigen Schlusspreis heute Abend nach dem Rollover-Swap ab 23 Uhr, 0 Uhr praktisch hier mit Opening des Schlusspreises 3.3. haben wir hier, und das gilt hier für 43 Kalendertage und 30 Trading-Tage, also eine sehr, sehr ausgedehnte Position. Ob man das so lange halten wollte, muss man mal sehen. Aber grundsätzlich haben wir hier ein saisonales bullisches Pattern. Das können wir uns auch hier im Detail mal anschauen. Da sehen wir hier sehr schön die Performance-Kurve der letzten 10 Jahre. Es fällt auf, dass wir hier einen kleinen Knick hatten im Jahr 2012. Da gab es hier einen Verlust. Und im letzten Jahr gab es hier auch nochmal einen derben Verlust. Wir sehen hier diese Range und den Close der entsprechenden Candle in dem jeweiligen Zeitfenster. Und da sehen Sie, dass das hier zu Beginn des Jahres, also zu Beginn des Patterns hier 2006 eigentlich sehr, sehr schön anfing. Klar gab es hier auch im Jahr 2008 mal herbe Rückschläge, aber grundsätzlich alles positiv bis eben zum Schluss hin. Und im letzten Jahr gab es hier nochmal derb einen auf der Mütze im Jahr 2015. Hier mit einem ganz, ganz negativen Verlauf. Sie sehen auch hier saisonal ganz deutlich nach unten abgeschlagen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob hier nach diesen nunmehr 10 erfolgten Pattern jetzt hier wieder was Positives folgt. Rein saisonal betrachtet vom Statistik-Logikansatz her ist es so, dass zwei Verlustjahre hintereinander eher die Ausnahme sind. Also nach einem Verlustjahr, was wir ja letztes Jahr hatten, stehen die Chancen eigentlich ganz gut, dass es dieses Jahr einen positiven Effekt geben wird. Das heißt nicht, dass es generell so sein wird, aber die Perspektive ist zumindest statistisch gesehen so, dass es eher selten ist, dass zwei Verlustjahre bei solchen saisonalen Pattern hintereinander vorkommen. Kann passieren, aber eher die Ausnahme. Wir sahen auch hier im Jahr 2012 eben ein Verlustjahr, dann folgten zwei Gewinnjahre, jetzt wieder ein Verlustjahr und jetzt ist eben die Frage, inwiefern sich das Pattern etablieren kann. Ganz klar, es ist noch relativ jung, aber 10 Wiederholungen sind jetzt hier keine 30, die werden unter
statistisch relevanten Punkten eher zu bevorzugen, aber so eine weite Historie haben wir jetzt nicht, beziehungsweise das Pattern hat eben bis dato keine so erfolgreiche Relevanz. Deswegen müssen wir das nehmen, was wir haben, und das sieht, wie gesagt, mal nicht schlecht aus. Man sieht auch hier, den größten Profit gab es hier mit 941 Pips im Schnitt während der 30 Trading-Tage 350, aber das, wie gesagt, nun mal auch als Ansatz, dass es hier eben was Bullisches gibt. Mit Blick auf den Tageschart selbst jetzt nochmal hier die Situation ganz klar abwärts gerichtet. Man könnte jetzt versuchen, entweder mit dem heutigen Close oder aber bei Überwindung eines Reaktionshochs, eines markanten. Da würde mir hier das Hoch der Kerze vom 26.02. eigentlich ins Auge stechen. Dieses Niveau könnte ich mir vorstellen, wenn es gebrochen werden würde, hätten wir hier auf jeden Fall Reaktionspotenzial in Richtung 127. Das können wir mal am besten mit so einem Price Fenster machen. Das wäre dann praktisch hier die erste Möglichkeit. Rund 200 Pips wären dann ungefähr zu holen. Wenn wir, wie gesagt, nach oben ausgehen, beziehungsweise das Währungspaar vielmehr, und wenn das Ganze weitergeht, also maximales Erholungspotenzial sehe ich sozusagen dann hier bis, ja, hier oben rund 130 Yen, machen wir das mal rund. Da haben wir hier 500 Pips knapp, das ist eine Hausnummer. Und das eben dazu, dass, wenn das Währungspaar hier eben rausgeht über dem Hoch von Ende Februar, dann sieht das entsprechend so aus, könnte so aussehen, könnte die Perspektive annehmen, ist allerdings, wie gesagt, spekulativ, ganz klar gegen den Trend. Schöner wäre es, wenn wir hier ein positives Momentum haben, also sprich, der Preis schon eh nach oben zeigen würde, das tut er nicht, also würde man sich hier ganz klar gegen den Trend stellen. Das ist ein Stück risikobehaftet, das muss man ganz klar sehen, aber Leben in der Lage, wie es so schön heißt. Einen kleinen positiven Effekt haben wir ja auch noch, wir haben hier eine positive Divergenz. Ja, also der RSI-Oszillator bildete das neue Tief hier nicht mit ab von Ende Februar, Anfang März. Insofern zeigt der Fall hier schon mal tendenziell auch nach oben. Sieht also so gesehen auch nicht schlecht aus. Und jetzt muss man eben sehen, ob die Kraft ausreicht, hier nach oben zu laufen. Wie gesagt, ein Anstieg über das Hoch vom 26.02. könnte man als Indikation nehmen, oberhalb von 125 Yen, dann eben Luft bis rund 127, im Ausdehnungsfall 130. Schlecht wäre es. Ja, wenn das Währungspaar ein neues Verlaufstief macht, dann scheint mir hier auf jeden Fall ein Test der Marke von 120 möglich. Dieses Niveau könnte dann aber allerdings auch natürlich zur Stabilisierung dienen und auch hier einen saisonal positiven Verlauf ermöglichen. Denn wir haben ja hier gesehen, es sind 30 Trading-Tage. Das ganze Setup geht bis April, bis zum 14.04. Und das ist ergo eine lange Zeit, die das Währungspaar hat hier im Prinzip, um diese Performance dann abzuleisten. Ja, man sieht auch hier, wenn wir uns nochmal die Details anschauen, die Schwankungen sind hier doch schon sehr, sehr enorm in diesem saisonalen Zeitfenster. Mit Close aber am 14.04. wurde eben hier in 8 von 10 Fällen ein Profit erwirtschaftet. Deswegen einfach mal im Hinterkopf behalten. Man kann beim Währungspaar Euro-Yen hier unter Umständen auch ein Dip um 120 dann einsammeln, weil da hätten wir auch charttechnisch noch eine zusätzliche Unterstützung. Saisonalität bläst aber, und das sehen wir hier auch sehr schön, direkt eben schon nach oben. Und insofern Obacht geben, was die kommenden Tage noch bringen, beziehungsweise das Hoch. Gehen wir mal in die Stunde. Was interessant nämlich heute auch ist, ist, dass wir hier den bullischsten Tag im Overall View haben. Also hier der Donnerstag mit 56% positiver Schlusspreise während der letzten 16 Jahre durchaus eine Hausnummer. Auch der volatilste Tag mit 127 Pips im Schnitt. Euro-Yen ja zuletzt ohnehin, wie alle Pairs, da ein Stück weit noch stärker aufgestellt. Wir haben hier eine Range von 123. Also 120, 127 Pips darf man heute erwarten, aktuell gelaufen 85. Also da ist noch Luft nach oben hier definitiv. Der Tag heute, wie gesagt, in 52 Wochen Betrachtung 50% eine Pattsituation, aber im Overall früh sehr, sehr stark. Und was wir hier auch noch als feines Schmankerl haben, ist die FTSE-Vektorlogik des heutigen Tages. Ganz klar ein bullisches Pattern. Ich zeige es Ihnen. Wir haben hier in 230 Fällen bei einer Trefferquote von knapp 76% eine Performance von 0,8% erzeugt. Das ist wirklich gut. Und das Hoch hier im Schnitt bei 124,69 Yen. Also das ist eine wirkliche Hausnummer. Das sieht wirklich gut aus. Das ist heute praktisch direkt schon ja, vor dem saisonalen Einstieg taktisch gesehen direkt nach oben gehen könnte. Wenn wir hier uns den Chart betrachten, dann wäre da ein Ausbruch über dem Hoch von gestern, 2.3., oberhalb von 124,38 als mögliche Triggermarke zu sehen. Das könnte dann entsprechend hier diesen Lauf nach sich ziehen und dann eben zu einem Test des Niveaus von 127 führen. Das sieht, wie gesagt, mal gar nicht schlecht aus. Da muss man aber, wie gesagt, sehen, ob dann die Kraft eben so ausreicht. Hier so eine leichte Bodenbildung, auch hier die positive Divergenz zu sehen.
Ja, wird spannend, ob der Preis es tatsächlich schafft, nach oben sich abzusetzen. Die Rahmenbedingungen bestimmen hier zumindest noch nicht ganz das Bild. Saisonalitätsbullisch, Tag ist heute bullisch. Hier kann es also durchaus noch ein Stück weiter nach oben gehen. Das Einzige ist eben hier die übergeordnete Schwäche, der übergeordnete Abwärtstrend. Und da muss man eben mal sehen, wer sich hier letztlich durchsetzt. Aber grundsätzlich Setup sehr, sehr interessant. Und insofern sind wir auch heute schon durch. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, hören wir, sehen wir uns dann am morgigen Tag wieder. Bis dahin einen erfolgreichen Handelstag. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.